sondern danach handelt, der wird durch sein Tun selig sein. Ich bin Journalistin, ich habe redaktionell beim Fernsehen gearbeitet, insgesamt 14 Jahre. Ich habe diesen Beruf sehr gerne gemacht. Das Thema Kloster wurde immer stärker. Und dann ist es für mich keine Frage gewesen, diese Tätigkeit auch aufzugeben. Geboren wurde Schwester Claudia Elischewa, so wie sie sich jetzt nennt, 1964 in Hamburg. Sie studierte, ging gern ins Theater, liebte das Reisen. Und doch tauschte sie ihr bisheriges Leben für ein Leben in Abgeschiedenheit mit Gott. Seit 2004 lebt Schwester Claudia Elischewa am Karmelitinnenkloster Regina Martyrum im Ortsteil Charlottenburg-Nord. Mitten in Berlin und doch in einer ganz anderen Welt. Ein Tag im Leben einer Nonne. Jetzt im Dossier 24. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, wann habe ich mich entschieden für dieses Leben? Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Es geht eigentlich zurück auf meine Kindheit. Also das weiß ich von meiner Mutter, die hat mir irgendwann mal gesagt, als ich so 5 war, saß ich irgendwo in Bayern auf einer grünen Wiese und habe gesagt, wenn ich einmal groß bin, dann gehe ich ins Kloster. Und das ist so gewesen, wir sind immer oft verreist damals und wir waren oft in Kirchen und auch in Klöstern so. Aber ich hatte nicht wirklich einen Kontakt jetzt zu Ordensleuten, das kann ich nicht sagen. Aber scheinbar war das, wie einer dann irgendwie Eisenbahnfahrer werden wollte, hatte ich wohl gedacht, ich möchte vielleicht mal ins Kloster gehen. Oder ich wollte einen Senner heiraten, also jemand, der Käse macht. Ich bin mit 15 durch eine Bibliothekarin auf ein Buch gestoßen, eben das Leben der Teresa von Avila, selbst geschrieben, eine Autobiografie. Und als ich das las, habe ich bemerkt für mich, dass das, was sie dort schreibt, dass mich das absolut anspricht. Dass das meinem Gebetsleben, das ich sehr wohl hatte, auch damals schon und vorher auch schon, also dass es dem entsprach. Also diese Freundschaft mit Gott, das hat mich total berührt, dieses normale Verbundensein mit Gott. Dass Gott den Alltag durchdringt, nicht nur in Gebetszeiten oder in der Kirche, sondern immer. Und ich habe endlich mal was gelesen, wo ich dachte, ja, das ist es. Da war aber noch lange nicht die Idee da, dass ich mal in ein Kloster gehen könnte, ganz im Gegenteil. Also ich habe dann studiert, ich habe beruflich angefangen zu arbeiten und habe dann aber immer wieder gespürt, dass mich da was zieht, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Das ist eine Zelle von uns Schwestern. Jede Schwester hat ihre eigene Zelle. Normalerweise eben ausgestattet mit einem Bett, einem Schreibtisch, einem Stuhl, einem Regal. Ja, und das ist der Raum, der uns privat zur Verfügung steht, in dem wir uns zurückziehen können fürs eigene Gebet, zum Schlafen und zum Studieren, zum Lesen. Ja. Waschbecken haben wir und ansonsten klein, aber dann das eigene. Eigene Familie ist für mich kein Thema. Auch schon bevor ich längst ins Kloster gegangen bin, nicht mehr. Ich habe dann irgendwann für mich entschieden, es ist eine schöne Idee. Ich hätte, wenn es so gewesen wäre, dass ich den konkreten Partner gefunden hätte, mit dem ich mir vor hätte stellen können, eine Familie zu gründen, dann hätte ich vielleicht Familie gegründet. Und mir fehlte auch nichts. Und dann habe ich so mit 30 das erste Mal probiert, mal im Kloster mitzuleben. Und ich habe festgestellt, das war sehr schön, aber das ist nicht meins. So mit Ende 30 bin ich im Beuron gewesen. Es ist ein Benediktinerkloster im jungen Donautal.
Und da packten die gerade einen neuen Klosterführer aus. Und den schlug ich auf und las Carmel Regina Martyrum Berlin. Zu dem Zeitpunkt lebte ich also schon 5 Jahre in Berlin, wusste aber nicht, dass es hier dieses Kloster gibt. Sozusagen der schöne Wink mit dem Zaunpfahl. Ja, und dann habe ich mich hier mal vorgestellt, habe mal angefragt, ob ich mal mitleben kann. Und daraus ist dann eben halt ein immer schneller werdender Weg geworden. Und ja, und dann bin ich irgendwann eingetreten. Um 9:30 beginnt die Arbeitszeit bis kurz vor der 6. Der Mittagshure, die um 12 beginnt. Also das ist eine typische Taufkerze oder für Kommunionkerzen. Die haben so diese Länge und Durchmesser. Ich verziere die Kerze mit einem Lebensbaum. Es ist einfach so, es ist eine Tätigkeit, Kerzen zu verzieren, die eben halt auch Gebet ist. Also man hat das Kind, für das man es verziert und auch beschriftet, das hat man schon irgendwie im Blick. Also ich weiß normalerweise, das weiß ich, für Laura oder für Sebastian oder für wen auch immer. Und in dem Moment denke ich auch daran, für wen ich das mache. Ich mache das nicht einfach nur so produktiv, ich mache eine Kerze, sondern schon für einen konkreten Menschen. Das ist eine sehr schöne Tätigkeit. Hallo Schwester Mechthild. Hallo. Du, eine Kundin hat hier eine Kerze bestellt. Die ist unbeschriftet, aber ja. Die wird so abgeholt. Okay. Also das Kind, die wissen scheinbar noch nicht, wie das Kind heißen soll oder so. Zumindest, es wird abgeholt dann. Ja, wunderbar. Na, das ist doch ein schönes Bäumchen geworden. Ja, ich denke auch. Gut, also, super. Dann können wir das ja schon mal hier deponieren. Ja, genau. Brauchst du da sonst noch was dazu? Ach so, ja, die hat noch gesagt, sie könnte vielleicht eine schöne Taufkarte. Aha. Also die Frau ist ein bisschen sehbehindert, vielleicht kannst ja. du irgendwas Nettes aussuchen? Ja, komm, wir schauen gleich mal zusammen. Da haben wir ja schöne Karten hier. Und ich könnte mir vorstellen, also entweder, wie wäre es, man nimmt sowas Buntes, Freundliches einfach nett, für ja. Kinder. Oder man fragt sie mehr was Klassisches hier mit ja, ist Chagall. Auch gut, Chagall. Mhm. Oder wir könnten natürlich noch mal schauen, genau, irgendwas mit Pflanze drauf, das passt dann zu den Bäumchen, das wäre vielleicht auch eine ganz nette Idee. Ja. Okay, du, dann leg die doch einfach dazu und dann kannst du die zeigen und erklären, was sie drauf sehen wird. Vielleicht vom Nahen sieht es dann auch, wer weiß. Ja, wunderbar, dann reservieren wir die jetzt einfach bei der Kerze und dann schauen wir mal. Ja. Gut, vielen Dank. Ja, danke dir, ne? Sein, die Toren sagen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Schwester Claudia Elischeva singt sich ein. In der Hand hält sie das Antiphonale, ein Werk mit dem Text des liturgischen Wechselgesangs und des Stundengebets. Dieses Mal ist sie Kantorin, Vorsängerin im Mittagsgebet der sogenannten Sext. Schützt mein Leben, ein Pilger bin ich auf Erden, Herr, deine Weisung will ich beachten. Denk an das Wort für deinen Knecht, durch das du mir Hoffnung gabst.2004 trat Schwester Claudia Elischeva dem Carmel Regina Martyrum bei. Das erste Jahr war sehr intensiv, erzählt die Christin. Fragen kamen auf. Ist Gott wirklich immer da? Fragen, auf die die gebürtige Hamburgerin irgendwann Antworten fand. Wenn der Herr ist,
Das Karmel-Regina-Martyrum befindet sich im Norden von Charlottenburg, unweit der Gedenkstätte Plötzensee. 1984 wurde das Karmelitinnenkloster neben die schon bestehende Gedenkkirche gebaut, die an die Opfer der NS-Gewaltherrschaft erinnert. Im Februar 2014 leben 12 Karmelitinnen im Kloster. Darunter Schwester Claudia Elischewa, früher Journalistin, heute Nonne. Welchen Weg sie ging, um ihre eigene Mitte zu finden, jetzt der zweite Teil von Dossier 24. Ich habe einen Erstkontakt mit diesem Kloster so 2000 gehabt und bin 2004 in diese Gemeinschaft eingetreten. Habe vorher eine Zeit lang mitleben dürfen, um einfach kennenzulernen, was das Leben im Kloster auch wirklich bedeutet. Das erste halbe Jahr, das ist ein sehr intensives Jahr, weil wenn man aus einem Berufsleben kommt, dann hat man sehr viel Aktion. Man ist einfach immer in Aktion. Man hat bestimmte Dinge zu tun, einfach im Alltag, beruflich, Freundeskreis, Familie. Und das fällt auf einmal weg. Und auf einmal unglaublich viel Zeit hat für Gott. Und durchaus auch in Situationen kommt, oder ich bin auch oft in Situationen gekommen, wo ich gemerkt habe, wie mich Fragezeichen angegriffen haben, sage ich mal. Die Frage, ist Gott wirklich immer da? Oder was tue ich hier eigentlich die ganze Zeit? Könnte ich nicht mein Leben für Leute anders einsetzen als nur im Gebet? Man hat nicht so viel Platz, man lebt in der Klausur. Wir haben zwar die Möglichkeit, in einem Park spazieren zu gehen, weil wir wenig eigenes Land haben, aber eigentlich ist der Lebensraum dieses Kloster. Und man wird sehr stark auf sich zurückgeworfen. Aber das ist gut so, das ist ganz wichtig. Weil man muss es auch mit sich selbst aushalten. Mit den anderen auch, aber auch mit sich selbst. Und das ist oft viel, viel schwerer. Der Tag im Kloster ist klar organisiert. Jede Schwester hat ihre zugeteilten Aufgaben. Schwester Claudia Elischewa ist für das angrenzende Gästehaus und die Betreuung der Besucher zuständig, die im Kloster nach Ruhe vom Alltag suchen. Einen schönen guten Tag. Einen guten Tag. Jetzt kommt das lang ersehnte Mittagessen. Ja. So. Ja, jetzt ist die Frage, wo, ich nehme an. So. Also ich glaube, ein Laster hat ein jeder. Also Kaffee ist durchaus ein Laster. Also ich trinke Kaffee bewusst. Das schon, aber ohne meine erste Tasse Kaffee am Morgen bin ich nur eine halbe Frau. Also das ist einfach so, da kann ich noch gar nichts. Ich bin kein Morgenmensch und dementsprechend, wenn mir auch noch der Kaffee entzogen würde, das wäre fatal, glaube ich. Also noch ein Stück Schokolade sage ich nicht nein. Dann kriegen Sie noch einen Nachtisch und den Senf. Meine Pubertät oder meine Jugendzeit und auch junge Erwachsenenzeit, das ist völlig normal verlaufen. Also ich habe Standard und Latein getanzt. Ich habe Theater gespielt. Ich habe eine ganze Menge soziale Projekte unterstützt und hatte einen sehr, sehr schönen und großen Freundeskreis, den ich auch glücklicherweise immer noch habe. Und meine Idee war auch durchaus mal eine Zeit lang, ich hätte gerne Familie und am liebsten gleich 4 Kinder. Das ist alles ganz normal, also wie jeder andere sich auch entwickelt. Und letztlich ist es auch nicht die Frage, ich weiß, viele Leute glauben, man geht ins Kloster, weil man niemanden abbekommen hat. Das ist ja manchmal so im Hintergrund irgendwie immer noch so, die hat eben halt im Leben, hat es nicht so geklappt und deswegen ist ins Kloster gegangen. Wenn ich nicht beziehungsfähig bin, in meinem Leben davor auch nicht beziehungsfähig war, in Freundschaften, vielleicht auch in Partnerschaft, das ist auch unterschiedlich, denke ich, dann bin ich es auch im Kloster nicht. Und auch mit Gott, es ist eine Partnerschaft, es ist Beziehung. Wenn das nicht ist, dann kann es nicht tragen. Das heißt nicht, dass es Menschen ersetzt, aber es ist mehr als das. Und das ist vielleicht das, was man nicht erklären kann. Aber es ist ähnlich wie nicht zu erklären ist, wenn ich jemanden begegne und derjenige ist, ich verliebe mich in jemanden, dann weiß ich auch nicht, warum verliebe ich mich in den und nicht in dem daneben.
Und so ist es mit Gott auch. Ich kann einfach nur sagen, das ist eine Form von Verliebtsein auf einer anderen, ja, auf einer anderen emotionalen Ebene, aber es ist vergleichbar. Und man kann es auch nicht rational erklären. Also dieses ist eins der Gästezimmer. Es ist ähnlich wie auch die Zellen der Schwester, relativ klein und schlicht gehalten. Wir haben ein Waschbecken, jeder Gast. Wir haben einen Schreibtisch und einen Stuhl und ein Bett. Also wie gesagt, ganz ähnlich wie auch wir Schwestern leben. Und es ist auch bewusst so, dass diese Einfachheit auch zur Stille führen kann für die Menschen, die hier kommen. Wir haben 10 Zimmer. Wir sind nicht immer voll belegt und das wollen wir auch eigentlich nicht, damit auch die Stille bewahrt bleibt. Weil die Gäste wirklich hierher kommen, um Stille zu suchen oder sich zurückzuziehen für eine längere Zeit. Um 15 Uhr schlägt eine Schwester eine Glocke bei uns im Hinterhof. Nicht nur in Erinnerung an Jesu Tod, sondern an eigentlich für alle, die an diesem Tag gestorben sind und für mich auch für alle, die überhaupt gestorben sind und an die keiner denkt. Und das machen wir jeden Tag. Also man, egal wo ich bin in der Arbeit, ich lasse es einfach mal einen Augenblick ruhen, einfach mal zu verhalten und an diese Menschen zu denken. Also meine Familie hat zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, ins Kloster zu gehen, sehr positiv reagiert. Muss ich dazu sagen, so viel Familie gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr, weil mein Vater sehr früh gestorben ist. Meine Mutter allerdings hat das sehr unterstützt, wenn sie es auch nicht unbedingt in allen Bereichen verstanden hat, aber unterstützt. Und mein Freundeskreis, da war das ein bisschen, will nicht sagen gespalten, aber es gab welche, die haben es verstanden, die haben es schon vorher gewusst, dass ich eintreten werde, bevor ich es überhaupt gesagt habe. Und manche haben standen da und haben es wahrscheinlich bis heute nicht ganz begriffen, also das ganz begriffen. Wenn ich mich heute mit Freunden treffe, die mich besuchen, das heißt, sie müssen herkommen, dann haben wir manchmal nur eine Stunde oder zwei Stunden Zeit. Und dann ist es eben halt so, dass man sich das Wesentliche sagen muss. Und ich glaube, dass ich manche mittlerweile besser kenne, als ich sie vorher kannte. Wir befinden uns hier in unserer Bibliothek. Relativ verschiedene, viele Bücher, so um die 22.000 wurden mal geschätzt. Man rechnet das in Metern, also so genau kann ich es nicht genau sagen, wie viele es wirklich sind, zu den verschiedensten Themen. Also hier findet man theologische Themen, viele Werke eben zur deutschen Geschichte, zur NS-Zeit, zum Widerstand. Da sind wir sehr gut sortiert. Das ist auch wichtig, weil das ja ein Thema ist, das uns täglich durch die Gedenkkirche nahegebracht wird. Themen zur Spiritualität unseres eigenen Ordens. Das ist von Teresa von Avila, Das Leben in einer Neuausgabe. Das ist ein mir wichtiges Buch und ich habe es auch schon sehr, sehr oft gelesen und immer wieder auch passagenweise. Es geht um das Leben von unserer Ordensgründerin und ja, das ist mir schon wegweisend. Ich bin sehr gerne ins Theater gegangen, sehr gerne in die Oper gegangen, ins Konzert. Das ist mir nicht möglich und freue mich allerdings, wenn dann bei uns in der Operkirche irgendwie ein Konzert stattfindet. Da sind wir dann halt auch dabei. Also ich reise unglaublich gerne. Das vermisse ich manchmal schon. Also weil ich wirklich auch fremde Länder und andere Menschen gerne kennengelernt habe. Und das ist mir nicht mehr möglich. Aber das, und eigentlich vermisse ich es auch nicht. Aber manchmal denke ich dann so, ach. Also ich sehe dann irgendwas, eine Postkarte vielleicht von irgendjemand, die netterweise uns geschickt wird. Und dann denke ich, ja, ist schon schön. Also so, ja. Ist jetzt nicht existenziell, dass mir da wirklich was fehlt. Das verändert sich halt einfach.
bedeutet mir der Glaube? Er ist das Fundament meines Lebens. Das durchzieht den ganzen Tag. Also Religiosität, Glaube, es ist ja nichts, was ich weiß es nicht, ich glaube es halt. Ich glaube daran, dass Gott da ist, immer da ist. Also, dass ich oder auch wir uns jetzt in Gottes Gegenwart befinden. Und es ist egal, ob ich gerade irgendwas bügel oder ein Fenster putze oder tatsächlich im Gebet bin und einen Psalm singe oder in der Küche in einem Topf rühre, es ist letztlich egal. Also dann bin ich immer in diesem Kontext und dann durchzieht der Glaube tatsächlich mein Leben. Das ist aber, kann auch genauso gut außerhalb eines Klosters sein.